So, ihr lieben Backfreunde, es macht immer wieder Spaß, einen ganzen Vormittag mit der Simone zu arbeiten und jetzt schmücke ich mich mit fremden Federn, okay? Leider Gottes ist die eine Kollegin, die auch filmt, nach Hause gegangen und jetzt sind wir zwei alleine und jetzt kann die Simone das nicht zeigen, ich zeige es jetzt, aber ich habe bei ihr zugeschaut, ich weiß, wie es geht. Grundvoraussetzung ist immer, dass Sie die Backschnitte haben. Wir haben jetzt hier einen 3-Eier-Biskuit gebacken, in dunkel, der ist jetzt allerdings in hell. Dann, wenn er abgekühlt ist, rollen wir diesen Biskuit und dann mit Marmelade haben wir ihn bestrichen. Und dann geht ihr her, nehmt den Teigabstecher und stecht das Ganze hier in solche Stückchen. So haben wir es also heute gemacht, okay? Dann hat sich die Simone Vanillecreme aufgeschlagen und hat diese Teile mit der Vanillecreme wunderschön mit einer riesen Liebe gespritzt. Dann haben wir schöne frische Früchte gekauft, das heißt gestern schon. Und jetzt ist die Simone hergegangen. Wir haben aus dem Tortencelli von Lumara in unserer wunderschönen Stielkasserole, die ist wirklich toll, wir nehmen die ganz arg viel zum Pudding kochen, zum Panna Cotta, zum Creme Brûlée, zu allen kleinen Dingen, die wir kochen, nehmen wir dieses Töpfchen her mit dem Stiel handlich zum Heben. Also der darf in keinem Haushalt fehlen. Wir sind aber hergegangen und haben dann die Früchte mit dem Pinsel gleich, bevor wir sie drauflegen, mit diesem Jelly bestrichen. Dann kriegen die einen wunderbaren Glanz. Und jetzt wird das Ganze einfach nur noch belegt. Das hat die Simone mit einer Liebe gemacht. Die schauen wir jetzt bei ihr ab, wie sie es gemacht hat. Vielleicht werden meine dann auch so schön. Aber die Simone hat wahnsinnig viel Geduld. Simone, ich bringe gar nicht so ein großes Spektrum drauf wie du. Aber schaut, sowas darf auf euren Buffets jetzt, wenn die kommende Jahreszeit kommt, Kommunionen, Konfirmationen, Hochzeiten, Taufen, Grillfeste, es kommen so viele Festlichkeiten, dann darf das doch nicht fehlen. Und jetzt schaut's mal das Ganze im fertigen Zustand an. Das ist unser 12 auf einen Streich. Dieses Teil hier, das ist gigantisch. Ihr habt diese Füßchen, die macht so hier fest, ja. Und dann kann man da zwei übereinander stellen. Das heißt also, man kann auf zwei Etagen arbeiten. Also unten dann dieses wieder rein. Moment, ich zeige es euch mal schnell. Dann habt ihr das unten drin und dann stellt ihr das drauf und dann könnt ihr unten rein die nächste Lage an Gebäck geben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch irgendwann mal auch diesen Tortenbehälter dazu kaufen und dann können Sie das Ganze wunderbar hier verstaut transportieren. Ist das nicht eine Augenweide? Sowas legt man sich einmal zu, dann hat man das Ganze und dann habt ihr die Haube dazu zum Zumachen. Schaut mal, wie schön das Ganze ist. Und jetzt stellt es euch mal vor, ihr habt es auf dem Buffetstand, wie toll das auf den Erhöhungen ausschaut. Und wisst ihr, was ich heute gespannt habe? Ich darf es ja gar nicht sagen. Liebe Kollegen, Kolleginnen, vielleicht habt ihr das schon gewusst und ihr habt es mir nicht gesagt. Die Unterlage 28 passt hier drauf. Dann könnt ihr hier auch mal Kuchen draufstellen auf diese Platten. Ansonsten sind es ja für Kleingebäcke, für Muffins und all diese Dinge gedacht. Aber mit dieser Unterlage ist es eine tolle Kombination. Wie haben wir den Guss gekocht? Es kommt demnächst bei Lumara was ins Programm. Wann, weiß ich nicht. Liebe Kollegen, Kolleginnen, ihr wartet, bis das Ganze dann offiziell bekannt gegeben wird. Und zwar Bio-Sirup. Und den können Sie wunderbar verwenden, mal im Sekt. Den können Sie, jetzt für den Sommer passt der hervorragend. Wir haben ihn gestern getrunken mit Mineralwasser. Nur einen ganz kleinen Schuss rein, schmeckt hervorragend. Kommt in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und die Simone hat mich gefragt, wie kochen wir den Guss? Dann habe ich gesagt, natürlich mit einem Schuss Sirup. Da ist es natürlich hervorragend dafür, gell? So, und jetzt habt ihr hier unsere wunderschönen Törtchen. Und ich hoffe, wir konnten Sie jetzt begeistern, motivieren. Und
wenn sie die auf ihr Kuchenbuffet stellen oder auf ihren Tisch stellen zum Kaffee, da sind alle begeistert und Früchte essen doch alle sehr, sehr gerne. Wir haben heute so vieles vorbereitet. Und wenn Sie alle Videos gesehen haben, dann sehen Sie das Buffet, was heute hier hergestellt wurde. Und uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, gell Simone? Wir haben gedichtelt und haben überlegt und die Simone war begeistert. Mit einer Affenliebe hat sie verziert. Also toll gemacht, Simone. Großes Lob an dich und euch sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, tschüss.